Es ist toll, dass er hier stehen friert. Das ist unser Akt der Solidarität heute. Danke dafür. Ich werde es ganz kurz machen und das meiste meiner Teile weglassen, weil Konrad eigentlich alles Wesentliche gesagt hat zum Thema der Bankenmacht. Zum Beispiel ein Zitat von Heinrich Böll. 1972 hat er das auf einem SPD-Parteitag gesagt. Es gibt nicht nur eine Gewalt auf der Straße, Gewalt in Bomben, Pistolen oder Knüppeln. Es gibt auch Gewalt und Gewalten, die auf der Bank liegen und an der Börse hochgehandelt werden. Von diesen Gewalten hat Konrad gesprochen und diese Gewalt hinterlässt Spuren in Europa. Und deswegen stehen wir hier heute in Solidarität. Attac ist bei allen Bündnissen dabei, die jetzt Gott sei Dank europaweit entstehen. Wir sind froh, dass die Gewerkschaften endlich europaweit kämpferischer werden. Wir sind dabei bei der Unfair-Teilen-Kampagne. Fairness ist sowieso für uns natürlich bei Attac das Wirtschaftsprogramm. Und wir sind dabei vor allen Dingen bei der Kampagne 30 Stunden für Europa und wünschen uns, dass die Gewerkschaften sich diese Kampagne endlich zu eigen machen. Weil wo sollen denn die ganzen arbeitslosen Jugendlichen hin in Europa, wenn fast alle Investitionen Rationalisierungsinvestitionen sind? Es muss ein anderes Programm her. Und es wäre ein gutes Programm für Europa und für die europäischen Gewerkschaften zu sagen, 30 Stunden für alle mit vollem Lohnausgleich in den unteren Lohngruppen. Und dann wollen wir mal sehen, ob das nicht eine begeisternde Idee für Europa wäre. Wer gestern Erwin Pelzig gesehen hat, Neues aus der Anstalt, das passte zu dem, was er Oskar Lafontaine immer das Irrenhaus nannte. Wir leben in einem Irrenhaus. Er zeigte auf, wie sehr Goldman Sachs inzwischen Europa okkupiert hat. Prodi, Monti, Merkel-Berater Alexander Dibelius und Ottmar Issing. Und er hat einen sehr schönen Begriff genannt, den ich mir merken wollte und euch sagen wollte. Er nannte sie die Nutztiere auf dem Straßenstrich der Macht. In diesem Irrenhaus mit der Dauerbeschallung von sogenannter Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum und der Markt würde schon wissen, wollen wir Schluss machen. Vor allen Dingen die Wettbewerbsfähigkeit ist so eine Verarsche, weil die Exportnationen haben den Weltmarkt längst abgehängt, haben längst besetzt und haben alle Länder abgehängt. Und in der Krise, da verstärken sie noch ihre Profite und vergrößern die Kluft und reden von Wettbewerbsfähigkeit. Diese Dauerbeschallung in diesem Irrenhaus lehnen wir ab. Wir wissen bei Attac sehr gut, wo das Geld ist. Wir sind ja vor allen Dingen beschäftigt mit Steuerflucht. Eine Studie von Tax Research Limited hat errechnet, dass den EU-Staaten jährlich rund 1 Billion Euro durch legales Steuerdumping und illegale Steuerflucht entgehen. Das ist weit mehr als alle öffentlichen Defizite zusammen. Wo also ist eine Frau Merkel und wo ist eine Madame Lagarde und macht diese Listen auf und zeigt auf, wo dieses Geld ist und schließt endlich diese Steueroasen. Ich möchte einfach noch ein paar Solidaritätsgedanken heute widmen. Zum Beispiel Stéphane Gatignon. Er ist ein französischer Bürgermeister, seit letztem Freitag im Hungerstreik gegen das schreiende Unrecht. In Sevran, einer Kleinstadt bei Paris, sitzt er, weil 40% seiner Menschen arbeitslos sind und die Kommune keine Kredite mehr bekommen, vor der Nationalversammlung in einem Zelt im Bürgerstreik gegen diese Aushungerungspolitik. Er ist der Wortführer von 100 Städten Frankreichs, der ärmsten Städte Frankreichs. Und wir sagen, Monsieur Stéphane Gatignon, wir danken dafür. In Athen haben Ärzte angesichts des kollabierenden Gesundheitssystems eine kostenlose Solidaritätspraxis eingerichtet mit kostenloser Medikamentenausgabe. Und sie sagen dazu, Dr. Akis Boudainai sagt, wir machen hier die Leute gesund, damit sie wieder kämpfen können. Denn wer krank ist, kann nicht gegen Sozialkürzungen oder gegen Neonazis auf die Straße gehen. Danke für dieses Engagement. Immer mehr Bürgermeister rebellieren, auch in Griechenland. Jetzt gibt es eine ganze Gruppe von Bürgermeistern, die dagegen rebellieren, dass sie die Listen derer veröffentlichen sollen, die als nächstes gestrichen und gekündigt werden sollen, nachdem sowieso schon sehr viel gekündigt wurde im öffentlichen Dienst. Und diese Bürgermeister sagen Nein zu dieser Politik und zu diesen Bürgermeistern sagen wir hier Danke dafür.
Wir bei ATTAC verstehen uns als eine Demokratiebewegung, denn die haben wir in Europa nötiger fast als in den anderen Ländern der Welt. Denn wir verkaufen zwar Demokratie, aber wir haben keine Demokratie mehr. Wir brauchen eine Demokratie gegen die Finanzdiktatur, für das Geld und für das Eigentum. Wir müssen diese Wirtschaft endlich demokratisieren, damit sie eine demokratiewürdige Wirtschaft wird. Wir wollen ja gar nicht viel, wir wollen einfach Verfassungstreue. In unserer Verfassung sind die entscheidenden Werte drin: Würde, Gerechtigkeit und vor allem soziale Gerechtigkeit. Und in der bayerischen Verfassung steht es geschrieben: Alle Wirtschaftlichkeit dient dem Gemeinwohl. Damit wollen wir ernst machen. In diesem Sinne sage ich, wir sind die Verfassungsschützer, ihr seid die Verfassungsschützer. Wir sind hier dafür und ich danke euch dafür. Servus.